sind im chinesischen Luftraum. Gut. Alles klar bei Ihnen? Warum schützen Sie mich? Sie hätten Ihren Namen reinwaschen können. Vielleicht, aber Simmons hat er weitergemacht. Außerdem habe ich mich jetzt an Sie gewöhnt. Hannigan, wir haben ein Problem. Ein großes. Der Pilot ist zu einem Monster mutiert. So wie in der Kathedrale. Was? Okay, einen Moment. Ich versuche was zu finden. Ich brauche Hilfe! Hannigan, wir haben ein Problem. Ein großes. Der Pilot ist zu einem Monster mutiert. So wie in der Kathedrale. Was? Okay, einen Moment. Ich versuche was zu finden. Verdammt! Leon, Helena, hören Sie mich! Mit dem Druckschott stimmt irgendetwas nicht. Gehen Sie nach hinten und finden Sie heraus, was los ist. Beruhigen Sie sich. Bleiben Sie auf Ihren Plätzen. Roger.
Das war gerade noch rechtzeitig. Mist! Versprüht dasselbe Gas! Wir müssen es loswerden! Öffnen wir die Luke! Die Maschine gewinnt an Höhe. Gehen Sie zum Cockpit. Helena, wir müssen weg. Halt! Roger. Halt. Mir nach. Mir nach. Vorwärts. Nicht jetzt. Darum kann ich im Flugzeug nicht schlafen. Huh!
So eine Scheiße, was kann jetzt noch kommen? Beim Öffnen der Luke wurde das Flugzeug durch den Druckverlust destabilisiert. Leon, Sie müssen die Steuerung übernehmen. Ich habe befürchtet, dass Sie das sagen. Gut, ich fliege. Sie kümmern sich um die Infizierten. Stand. Also gut. Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Hat's geklappt? Es ist nichts passiert. Nochmal. Okay, jetzt ziehen Sie den Hebel zu Ihrer Rechten. Okay. Gut, ich fliege. Sie kümmern sich um die Infizierten. Stand. Also gut. Schalten Sie von Autopilot um auf manuelle Steuerung. Dann drücken Sie den dritten Knopf in der vierten Reihe am oberen Panel. Hat's geklappt? Es ist nichts passiert. Nochmal. Okay, jetzt ziehen Sie den Hebel zu Ihrer Rechten. Okay. Das ist schwerer, als es aussieht. Los, komm schon! Leon, Schub, ziehen Sie hoch! Wie viele Hebel braucht man, um das Ding zu fliegen? Komm schon, es ist fast geschafft. Sherry, was machen Sie denn hier? Ich gebe Personenschutz. Ja. Sie sind ja jetzt Agentin. Warum sind Sie hier? Ich verfolge den Mann hinter all dem. Den obersten Sicherheitsberater Simmons. Was? Sie müssen sich irren. Ich arbeite für Simmons. Er ist Ihr Vorgesetzter? Wir wollen uns jetzt mit ihm treffen. Wo ist er? Ich muss es wissen. Hey! Ich regle das. Ich dachte, du solltest Kontakt vermeiden. Jeglichen Kontakt. Leon ist nicht irgendwer. Er hat mich in Raccoon City gerettet. Also gut. Vorsicht! Wieder? Ihr Freund?
Eher wie eine Ex-Freundin, die einfach nicht weiß, wann Schluss ist. Kommt mir bekannt vor. Man gewöhnt sich dran. Den Kerl kann man nicht vernichten. Verschwinden wir endlich. Okay. Ich weiß, was ich tue. Sind Sie okay? Im Vergleich zu Raccoon City ist das ein Spaziergang, oder? Keine Ahnung. Ich war zu jung, um zu verstehen, was damals passiert ist. Los, wir müssen zurück. Sie brauchen unsere Hilfe. Ich glaube, das geht. Sherry, gehen Roger. Sie ans Steuer. Klar. Okay, Bewegung. Roger! Wieso stirbt er denn nicht? Hört sie bloß auf! Aber vielleicht können wir ihn zu viert erledigen. Dabei? Das muss man ihm lassen. Er ist vorbereitet. Wie gesagt, er stirbt nicht. Ich hatte gehofft, sie übertreiben. Leider nicht. Trotzdem sollten wir sie nicht zu leicht machen, okay? Dass dieser Jake so gut ist, wie er glaubt zu sein.
Irren, hören Sie mich? Hannigan? Ach, wir haben seit dem Absturz nichts von Ihnen gehört. Noch vor einer Minute habe ich keine Antwort von Ihnen bekommen. Das Gebäude, von dem Agent Birkin gesprochen hat, ist nicht weit. Bleiben Sie auf der Route, okay? Okay. Verstanden. Danke. Sherry hat gesagt, dass sie Simmons im Kuan Lung Building treffen wird. Zunächst einmal müssen Sie sich einen Weg durch den Markt vor Ihnen bahnen. Hier lang. Was war das? Ärger. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Der Riegel ist auf der anderen Seite. Oh, super. Drei einzelne Schlösser. Oh Mann. Na gut. Finden wir heraus, wie man sie öffnet. Was zur Hölle? Vermutlich hat sich deshalb die ganze Straße verschanzt. Die Bewohner wollten ihn abwehren. Erstmal was anderes. Das ist ein neuer Trick. Das klappt nicht. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wenn wir so weitermachen, geht uns die Munition aus. Sehen Sie, ein Schlüssel. Fehlen uns noch zwei. Ha! 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 Ha!
diese armen Leute. Mir nach. Roger. Noch ein Schlüssel. Fehlt nur noch ein. Roger. Yeah.
Ich sollte zuerst den Strom abschalten. Der Letzte. Jetzt verschwinden wir von hier. Roger. Schnell. Nicht, dass wir Simmons verpassen. Roger. Ada. Folgen wir ihr. Ada! Was zur Hölle geht hier vor? Mist, verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg finden. Wir müssen es zum Aufzug schaffen! Schnell! Hier ist noch jemand. Vater? Hier läuft Ihre Haustür. Ignorieren Sie die. Sie ist das Ziel. Schön, dass Sie vorbeischauen. Gefallen Ihnen meine Umbauarbeiten? Genießen Sie den Aufenthalt! Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wir haben keine Zeit zu warten. Wir nehmen die Treppe. Okay.
Was ist das hier? Keine Ahnung, aber es gefällt mir nicht. Verschlossen. Aktiviere Verriegelung. Teste auf Prototypen. Ada! Wir haben hier so faszinierende Arbeit geleistet. Wie wär's mit einem Spielchen mit einem der neuen Prototypen? Sie sind mit Sprengladungen versehen. Was geht in Ihrem Kopf vor? Ich frage Sie, sobald wir sie haben. Helena, bitte komm. Ich versuche Ihnen das Schloss aufzumachen, aber es ist gut gesichert. Ich werde es weiterhacken, aber versuchen Sie es manuell zu umgehen. Halten Sie mir den Rücken frei. Ich hacke mit Hannigan das Sicherheitssystem. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Sehr gut, die Hälfte ist geschafft. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Sicherheitsverstoß in Raum 1. Bleiben Sie dran, Sie haben es gleich. Sicherheitsverstoß in Raum 0. Deaktiviere Verriegelung in Raum 0. Alles klar. Verfolgen wir sie. Mist, was zur Hölle ist das? Roger! Geben Sie auf, Wong! Wir haben Sie! Seit wann dürfen kleine Jungs zum Militär? Hat Spaß gemacht. Ciao! Ada! Ihre Freundin spielt die Unnahbare. War sie immer so? Bleiben Sie dran! Aber ja! Okay! Okay! Da ist sie! Halten Sie sie auf! Ich hab sie! Was machst du hier? Nimm die Waffe runter, Chris. Sie ist eine äußerst wichtige Zeugin. Eine Zeugin? Sie steckt doch hinter allem! Nein, tut sie nicht. Es war Simmons, der nationale Sicherheitsberater. Wegen ihr habe ich meine Männer verloren! Ich über 70.000 Menschen! Den Präsidenten eingeschlossen. Alles wegen Simmons.
Sie arbeitet für Neo Umbrella. Weißt du, was das bedeutet? Ja, ich weiß. Und trotzdem schützt du diese Frau? Richtig. Dasselbe. Also gut. Die BSAA übernimmt Ada. Du kümmerst dich um Simmons. Chris. Du wirst das Richtige tun. Können wir uns auf ihn verlassen? Er ist genauso lang dabei wie ich. Ich vertraue ihm. Okay. Na los, finden wir Simmons. Leon, Helena, bitte komm. Wenn Cherrys Infos stimmen, sollte Simmons direkt voraus sein. Passen Sie auf. Hannigan Ende. Jetzt liegt es an dir, Chris. Leon, sind Sie wirklich damit einverstanden? Unser Ziel ist Simmons. Er war es schon immer. Wollen Sie, dass Sie ihr nicht gefolgt sind? Um Ada kümmern wir uns später. Jetzt geht es einzig und allein um Simmons. In Ordnung. Holen wir uns den Schweinehund. Das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein, aufhören! Feuer einstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen.
Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zur Tür schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Können wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu Und tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass sie Geleitschutz brauchen. Bewegung! Warnen Sie die Männer draußen. Sie hat mich erwischt. Nicht schlecht. Er entkommt uns. Na los! Wird er nicht. Wir beenden das jetzt. Wir kriegen sie, Simmons. Es wird Zeit, dass sie für ihre Taten büßen. Welche Frau? Die Verräterin Ada Wong. Wer weiß, was sie noch vorhat. Ein anderes Team sucht sie. Sie aber, Simmons, Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Sie Narr, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Ein Desaster verhindern, indem sie ein anderes verursachen? Egal, wie viele dabei sterben. Jemand musste ihn stoppen. Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Vorsicht! Zurück! Wir sind zu nah dran! Weg hier! Hängen wir ihn ab, solange wir noch können! Sie sollen verdammt sein! Alle beide! Ich erledige sie mit bloßen Händen!
okay! Leon, helfen Sie mir! Ich glaube, ich komme darauf! Okay. Helena, helfen Sie mir! Ist zu schnell! Wir müssen von zwei Seiten angreifen! Ich werde Sie töten! Helena, ist alles okay? Ist er tot? Leon! Leon, alles okay? Das muss Einbildung sein! Leon, weg da! Er will zu Ihnen! Runter vom Zug! Ich lege ihn ab! Wird Stabilität zurückerlangen. Here!
mich wütend! Wir bringen die Zivilisten in Tachi in Sicherheit. Ist es vorbei? Keine Ahnung. Wir haben getan, was wir konnten. Gehen wir. Hey, Sie! Ordnen Sie sich ein! Es gibt hier kein Anzeichen für eine C-Virus-Infektion. Warum evakuieren wir? Ist es vorbei? Ja. Es ist vorbei. Leon, wir haben ein Problem. Sherry und ihr Begleiter wurden entführt. Unser Satellit ortet sie bei einem Unterwasserölfeld, etwa 80 Meilen von ihnen. Entführt? Warum? Die Daten, die sie uns gegeben hat. Moment mal. Moment mal, der Schlüssel, um den C-Virus zu stoppen, es ist... Jake! Hannigan, können Sie prüfen, ob sich BSAA-Einheiten in der Nähe des Ölfelds befinden? Einen Augenblick. Was ist das? Okay, ich habe einen Chris Redfield dran. Ich stelle Sie zum Flugzeug durch. Chris Redfield? Leon, wo bist du? Chris, wir sind direkt bei Tachi. Warum? Verschwindet von dort!